und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News. Ja, ich habe es auch mal wieder geschafft, bin endlich mal wieder von Arbeit zu Hause. Neues Projekt, viel zu tun und das zum Jahresende. Herrlich, ne? Da hat man richtig Bock drauf, wenn man neue Projekte kriegt und immer zum Jahresende. Da hat man null Bock. Egal, hilft nichts, da muss man durch. So, jetzt habe ich aber auch wieder mal Bock auf LKWs. Nicht nur Schreibtisch sitzen, sondern jetzt geht es mal wieder endlich los. So, SCS hat ja ein Livestream gemacht. Und da will ich mal kurz drauf zu sprechen kommen, denn das hat mich sehr begeistert. Und bevor wir hier erstmal durchstarten mit diesem kleinen Video, ist mir zugetragen worden, der MAN 2020 kommt wahrscheinlich im Frühjahr. Da gibt es auch diverse Probleme mit diverse neue Anbauparts. Und deshalb dauert es noch ein bisschen, ne? Falls gleich für die Frage kommt, was ist denn mit dem MAN? Ja, der MAN kommt dann im Frühjahr 2023. Also das schon mal vorweg. Müssen wir uns auch gedulden. So, SCS war auch bei Tirsan, türkischer LKW-Hersteller. Und ich habe mich gefragt, okay, Tirsan, okay, alles klar. Hier steht noch Kässbohrer. Dachte man, okay, alles klar, wieso? Bis man mal ein bisschen googelt, noch mal ein bisschen Recherche. Und da steht die Kässbohrer Fahrzeugwerke, eine Tochter des türkischen Anhänger- und Tankfahrzeugherstellers Tirsan. So, die gehören also zusammen. Die haben hier so eine Niederlassung gemacht in 8 Städten. Gibt es ein neues Ding, ne? Haben jetzt hier eine Niederlassung irgendwo bei Ulm, irgendwo die Richtung, ne? Irgendwie so die Richtung, ja? Irgendwie so die Richtung, ja, da unten halt, ne? Und da gibt es jetzt diese neue Niederlassung von Tirsan. So, sollen Ende des Jahres, glaube ich, 40 Mitarbeiter oder so schuften da unten. Ist doch schon mal was. Immer her damit. So, und wir kriegen ja, warum? Weil wir kriegen ja auch einen neuen Tankauflieger. Das sieht man hier irgendwo, warte mal, ich muss ein bisschen weiter nach vorne scrollen. Ich mache das jetzt einfach anhand dieses Gedöns hier. Da sieht man es. Blub, da ist er. Und ich könnte mir dann gut vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich spekuliere jetzt einfach mal. Das ist ja der Original SCS. Tanktrailer, den wir neu kriegen, und ich könnte mir dann gut vorstellen, dass dann irgendwann mal hier irgendwo Tirsan oder so draufsteht, ne? Vermutung, reine Vermutung. Lassen wir uns überraschen, oder? Aber das gleich mal vorweg und finde ich aber gut. Kooperation mit neuen Firmen sind immer klasse, da bewegt sich was und ihr wisst ja, immer neue Firmen im Spiel, das ist auf alle Fälle gut. So, die haben so eine kleine Agenda an dem Abend gemacht, wie Oklahoma, dann Schweiz und ein paar andere Gedönssachen. Upcoming ETS 2 Map, also neue DLCs, neue Fahrzeuge, da sind wir jetzt gerade schon beim Ding gewesen, ne? Bei den Uflischern, da haben wir noch einen LKW, der noch kommen wird und noch ein paar andere, auch bei ATS und natürlich Westbalkan, da zeigen sie noch ein paar Kleinigkeiten und wie man es zum Beispiel hier sieht, diese Mods Mega Brücke, wahrscheinlich irgendwo in Timbuktu, genauso wie die hier. Ich habe keine Ahnung, wo diese Brücke stehen soll, wer es weiß, darf es gern kommentieren, ich habe keinen Plan, sieht aber echt mega aus. Muss auf alle Fälle, wenn du dann hier rüber rammelst, muss auf alle Fälle wirklich gut gemacht sein dann, weil das muss wirklich, du guckst nach rechts, nach links, da brauchst du richtig viel Fläche, um das darzustellen, muss man auch sagen. Bestimmt gar nicht leicht zu bauen, aber du kannst ja dann hier nicht irgendwo so zack abschneiden. So einfach ist es dann auch nicht. Also muss sehr viel Detailliebe hier drin stecken in diesem Bereich hier. Ne? Sieht aber schon mal gut aus, gefällt mir. So, das mal zu Westbalkan. Und was ich noch spannend finde, sind natürlich jetzt hier, wenn du durch so kleine Dörfer fährst. Und da würde ich mir jetzt wünschen, ich weiß nicht, ob es umsetzbar ist. Also wenn ich kenne es so, bei uns in der Stadt gibt es Kopfsteinpflaster. Wenn ich da rüber rammel, dann fährst du so rüber, mit dem Auto, logisch. Ne? Das würde ich mir hier natürlich auch wünschen, dass wir hier so eine sogenannte Physik haben. Bei Kopfsteinpflaster, wenn du rüberfährst, so einfach, oder zumindest ein kleines Ruckeln hast im Fahrzeug, das wäre mega. Würde ich cool finden. Ob es umsetzbar ist, wird sich zeigen. Ich würde es mir natürlich wünschen, ne? Aber lassen wir uns mal überraschen. Coole Würfel hier, guck mal, wie es leuchtet hier, sehr schön. Ah, ich mag immer diese Details, finde ich ja mega, ne? So, die Schweiz, klar, auch Thema, haben wir ja schon diverse Videos gemacht mittlerweile, was auch mit dazu kommt, sieht man anhand der Fahnen hier, ganz schön mit dem ganzen Bergen und so, finde ich natürlich jetzt klasse, macht aber auch Sinn mit dem ATS, mit dieser Überarbeitung, dass jetzt dann Schweiz noch nachrutscht, finde ich gut und macht auch absolut Sinn, oder? Klar, ne? Hängt alles dann schön zusammen und sieht bestimmt auch schick aus. Das muss natürlich alles noch bearbeitet werden, ist glaube ich auch klar hier mit dem ganzen braunen Zeug hier. Das sieht dann später bestimmt ganz toll aus. Und wenn du dann irgendwie so einen Wintermod hast und du rammelst zwischen Österreich und der Schweiz die ganze Zeit, mega. Das wird bestimmt spannend, freue ich mich drauf. Auch hier so ein bisschen Landstraße und so. Ich weiß nicht genau, wie weit inwiefern dann die Schweiz dann überarbeitet wird und wie es dann am Schluss aussieht. Müssen wir gucken, oder? Aber sieht gut aus, ich freue mich drauf, auf alle Fälle. Mega. Einfach mega, mega, mega. So, dann kommen wir mal zu, das war das Thema Schweiz. Kommen wir mal hier. Auch hier ganz schön zu sehen jetzt. Ein typischer Esel aus Norwegen. Das ist der norwegische Esel, richtig. Gut erkannt. Hier auch nochmal. Mit einem kleinen Esel und einem großen Esel. Und
die waren ja dann unterwegs in Skandinavien, in Schweden, Norwegen, hast du nicht gesehen, und haben sich da diverse Sachen angebaut. Jetzt stellt sich mir die Frage, machen wir oder gibt es dann eine Erweiterung von Skandinavien oder kloppen die nochmal alles zusammen und tun dann nochmal komplett überarbeiten? Ich könnte mir vorstellen, beides. Also eine Überarbeitung und eine Erweiterung. Wir haben relativ viel Platz noch oben im Norden und dann gucken wir mal, was die da sind pflastern. Also das Team war auf alle Fälle da. Hier, da sind sie. Voll eingepackt, Winterstyle, und haben sich hier ein paar Esel angeguckt, hier ein paar Fotos gemacht und ja, ein paar diverse, ich schätze mal, Strecken haben sich vorgenommen und die werden sie abgefahren sein, Fotos gemacht und hast dich gesehen, den Rest kriegst du alles über Google mittlerweile raus. Und die ganzen Schilder hier, schätze ich mal, abfotografiert, die sind ja auch wichtig. Und dann wird es dann hier irgendwann mal vorangehen. Wann das kommen wird, das weiß kein Mensch, ne? Aber lass uns mal überraschen. Da bin ich wirklich mal gespannt. Aber ich find's gut. Diverse Fahrzeuge gibt es noch, hier ein bisschen Oklahoma-Gedöns. Ich bin ja nicht so eine Ami, muss ich dazu sagen, nicht so ein Ami-Fan. Klar, liegt aber auch daran, ich liebe Deutschland, sorry, aber ist so. Deshalb kann ich nicht allzu viel damit anfangen. Es macht mal immer wieder Laune, klar, wenn neue DLCs rauskommt, dann mal eine Runde zu fahren. Aber dann war es das für mich dann auch schon immer irgendwie, weil ich kann, ist einfach, ne, die Amis werden auch kein IDS2 zocken, ne? Also da gehe ich mal schwer davon aus, dass das nicht so der Fall sein wird. Weil die sagen, kenne ich mich nicht aus, weiß ich nicht, mag ich vielleicht nicht, weiß ich nicht, wie auch immer. So ist es halt bei mir. Ich komme da irgendwie nicht so ganz ran. Es macht Spaß, brauchen wir nicht quatschen, aber ist halt nun mal so. So, der neue Volvo wird kommen. Der neue hier halt, ne? Hier sieht man an der Lämpchen. Sieht man das, dass der kommen wird? Wann? Lass uns überraschen. Ich habe es ja gesagt, der MAN verzögert sich aufgrund diverser Bauteile, die ein bisschen zicken machen. Deshalb im Frühjahr. Wann der dann natürlich kommt, wissen wir nicht. Lass uns mal überraschen. Aber das, was man halt schon sieht, hier mit den ganzen Bildchen und hast dich gesehen, das ist schon mal schön. Ne? Da gibt es erstmal nichts. Ne? Toll. Wann es halt dann rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, erstmal der MAN, dann im Frühjahr und dann vielleicht im Sommer, vielleicht der Volvo nachgeschoben. Ob es dann wirklich so lange dauert, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle ist gut, dass wir neue Fahrzeuge kriegen. Auch immer ganz, ganz wichtig. Ne? Im ATS-Trailer, wenn wir gerade bei den Sachen sind, wir haben uns ja vorher schon die Tanktrailer angeguckt, die ja neu kriegen. Jetzt ist meine Frage, meine Damen und Herren, und wenn ihr es zu Hause dürft, das gerne kommentieren, für was ist dieser Spoiler hier? Kann man damit dann am Schluss fliegen? Kann man in die Luft abheben? Kann ich damit von A nach B fliegen, anstatt ich fahre? Wer es weiß, darf es gerne kommentieren, was das für ein Ding sein soll. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, für was man so einen Spoiler braucht. Mit Aerodynamik hat es wahrscheinlich nichts zu tun. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, haut mal in die Kommentare. Also es macht irgendwie für mich so wenig Sinn, sowas hinten am Trailer ran zu klöppeln. Ich weiß gar nicht genau, was es sein soll. Also da dürft ihr mal gern. Wer es wirklich. Ich habe keine Ahnung. Sieht auch wirklich sehr spooky aus. Das macht es wieder mehr Sinn, klar. Was ich auch schön finde, Detailtreue wieder hier mit Kabel und so, ne? Das finde ich immer gut, wenn STS auch ein bisschen mit Details und so immer mehr arbeitet, hier mit Kabel und so, hast du gesehen. Das finde ich mega, ne? Und hier, wie schon gesagt, die Trailer, die ich schon angekündigt habe, die dann kommen von seitens STS. Bin mal gespannt, ob das dann Tiersan ist oder ob das jetzt einfach mal, ob das halt dann nur Tiersan sein wird. Die haben ja auch Plane und hast nicht gesehen. Aber die machen halt auch Tanktrailer, ne? Logisch. Lass mal uns überraschen, oder? Ich finde es auf alle Fälle gut. Alles, was Neues, prickelt. Genauso wie, richtig, haben wir hier noch, die sogenannten Livestock-Trailer, also die Tiertransporte. Und da würde ich mir jetzt natürlich wünschen, man sieht es hier so ein bisschen, also Lampe hier, Lampe da oben und hier noch ein bisschen. Wenn du auf der Straße bist und von 10 Kilometer Entfernung kommt dir was leuchtend, richtig Leuchtendes entgegen, dann weißt du, das ist ein Tiertransport, ne? Weil die Dinger leuchten immer wie ein Weihnachtsbaum. Egal ob im Sommer, im Herbst, im Winter, die Dinger leuchten einfach und es sieht einfach richtig stark aus und macht auch Sinn. Warum? Keine Ahnung, macht einfach Sinn, gehört so, Punkt. Da gibt es einfach nichts zu meckern. Und da wünsche ich mir natürlich dann von der Community, den einen oder anderen, der sich da ein bisschen auskennt, Alter, wir brauchen hier Slots, Alter, wir brauchen hier Slots, wir brauchen Lampen, der Ding muss funkeln wie Weihnachtsbaum danach, Alter, so muss das sein, ne? Also diese Tiertransporte, die sind richtig, richtig mega und da freue ich mich auch schon drauf, wie das dann hier abgebildet wird, ob die Schweinchen dann hier und die kleinen Schnitzel, ob die dann hier rumlaufen, mag ich bezweifeln. Bewegung natürlich auch eher wenig, aber vielleicht, man weiß es ja nicht. Cool wäre schon, wenn sie drinstehen und sich einfach so ein bisschen bewegen würden. Würde schon reichen, so ein bisschen so Wackeldackel-Style. Wäre schon zufrieden, wenn sie einfach nur so drinstehen. Okay, dann ist es halt auch so. Aber egal. Neue Fracht, neue Trailer, alles was Neues ist immer klasse, habe ich schon gesagt. Ne? Bin mal gespannt. Und sieht dort natürlich aus. Klassischer, typischer SDS-Trailer. Da wird jetzt keine Firma dahinter stecken, die sich dann hier das annimmt. Glaube ich mal nicht. Aber wir lassen uns überraschen, oder? Genau, dann diese drei verschiedenen gibt es dann hier. Sieht auf alle Fälle ganz cool aus, ganz fresh. Ja, ATS, klar, gibt es auch diverse Projekte, die STS machen möchte oder was kommen werden. Wie schon gesagt, ich bin da leider nicht mehr so in diesem Level mit dabei. Ist halt einfach nicht mehr meins.
Aber das ist alles Geschmackssache. Ne? Hier sieht man dann die Punkte, wo sie dann die Fotos machen und dann dieses 3D-Modell, schätze ich mal, machen können. Sieht auf alle Fälle ganz cool aus, dieser Peterbildchen. Ne? Coole Sache. Sieht schick aus. Finde ich gut, dass bei den Amis scheint es nicht so das Problem zu sein mit den LKW-Marken. Ne? Egal, ob das Peterbilt ist oder Western Star oder hast du nicht gesehen. Die haben ja die diverse Sachen mit dabei. Finde ich echt gut. Ne? Was ich auch cool finde, sind dann hier, wir kriegen anscheinend auch neue Fahrzeuge. Nicht nur KI, sondern auch bei uns hier. Guck mal hier. Da müsste, wenn hier noch irgendwelche Skins dann später mal drauf sind, ist bestimmt, also das ist machbar, das wissen wir ja. Dann kannst du hier, weiß ich nicht, Deutsche Bahn hinmachen oder keine Ahnung. Neue Fahrzeuge, hast du nicht gesehen. Gut, dann Westbalkan, klar, vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, was da alles so gibt. Muss man sich überraschen lassen. Aber neue Züge und so, mega, oder? Also da freue ich mich schon drauf. Ja, auf alle Fälle ein sehr gelungener Livestream, würde ich jetzt mal schwer behaupten. Und hier sieht man es eh nochmal ein bisschen. Was es dann genau darstellen soll, weiß ich noch nicht so genau. Aber hier sieht man dann vier verschiedene Sachen und so. Ne? Bin mal gespannt. Da bin ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz verstrickt. Also es ist auf alle Fälle für den ETS 2, Eurotrack 2, hier steht es ja. Und dann kannst du hier anscheinend irgendwie, also ich weiß noch nicht genau, das ist einfach nur so ein View-Programm hier, wo sie es herzeigen können, Work in Progress. Und dann sieht man dann dementsprechend, wie das dann aussieht hier. Ne? Chuck mit verschiedenen Skins, die dann auf den Gleisen einen oder wenn man am Bahnübergang steht, einfach entgegenkommen. Sieht cool aus. Also wirklich gelungener Livestream von seitens SCS. Bin gespannt, wie sich das dann alles entwickelt im Jahr 2023. Ich hoffe dann ohne schweren Problemen aufgrund irgendwelcher Krisen. Und ich hoffe, dass wir alle gut durchkommen und alles wieder bergauf geht, oder? Bin ich gespannt. Gut, dann wisst ihr erstmal Bescheid. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ansonsten, ich habe ja auch noch die eine oder andere Frage gehabt, anhand schon des Spoilers. Dürft ihr gerne mal kommentieren. Ich weiß es nämlich nicht. Und ja, dann bin ich endlich auch mal wieder up to date hier. So viel Arbeit, ey, geht gar nicht. So, dann wisst ihr erstmal Bescheid. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Wie immer, allzeit gute Fahrt. Macht's gut. Bis bald und adios.